Das hier hinter mir ist der Play 5 von Sonos in der neuesten zweiten Generation. Auf dem Markt ist er allerdings schon über anderthalb Jahre. Warum ich trotzdem finde, dass man noch über ihn berichten sollte, das seht ihr jetzt. Wenn ich an Sonos denke, dann denke ich vor allem an Beständigkeit. Denn egal ob Play 1, 3 oder 5, eines haben alle Sonos-Produkte gemeinsam. Sie werden nur alle paar Jahre aktualisiert. Und das findet man in der heutigen schnelllebigen Technikwelt nicht mehr ganz so häufig. Grund dafür ist meiner Meinung nach die spitzenmäßige Qualität in allen Bereichen. Beispielsweise in Form und Verarbeitung. Der Play 5 ist aus allen Blickwinkeln hübsch anzusehen und fasst sich zudem gut an. Er ist schwer, wirkt massiv und wertig. Es klappert nichts, im Gegenteil, das Gehäuse ist sogar abgedichtet. Schließlich soll die Power gebündelt rauskommen und nicht durch irgendwelche Ritzen verloren gehen. Beim Betrachten des Videos fällt euch sicherlich dieses Flimmern am Play 5 auf. Dafür sorgen 60.000 Löcher im Frontgitter, die laut Sonos einen störungsfreien und transparenten Sound gewährleisten sollen. Ich kann nur sagen, das stimmt. Mit 36 cm in der Breite, 20 in der Höhe und 15 cm in der Tiefe ist der Play 5 zwar kein portabler Picknick-Lautsprecher, zumal ihm dazu auch ein Akku fehlen würde, aber er füllt im Wohnzimmer auch keine komplette Ecke des Raumes. Verglichen mit Standlautsprechern ist der Play 5 dann doch ziemlich platzsparend. Zudem kann auf solche Teile hier verzichtet werden. Jeder Hoch- und Mitteltöner hat eigene eingebaute Verstärker. All dies verbirgt sich hinter dem Gitter. Drei Mitteltöner sorgen für einen Sonos-klassischen Spitzenbass, der auch bei höchster Lautstärke nicht scheppert oder kratzt. Ein Merkmal, das ich bei Sonos sehr schätze. Kräftiger, aber nicht übertriebener Bass. In der oberen Reihe sitzen drei Kalotten-Hochtöner. Das sind die lustigen runden Dinger, welche im Elektrofachmarkt immer eingedrückt werden. Sie sorgen für ein besonders breites Abstrahlverhalten. Dies wird zusätzlich durch den Einbau in drei unterschiedliche Richtungen unterstützt. Alles zusammen sorgt dann für einen äußerst raumfüllenden Klang. Ein Play 5 sorgt auf Partys schon für mehr Power als wahrscheinlich benötigt. Zwei bringen dann aber den noch besseren Stereo-Sound. Das Ganze hat dann so eine Kraft, dass man sich den optionalen Sonos Sub eigentlich sparen kann. In der App können die beiden dann zu einem echten Stereo-Paar verknüpft werden. In einer Gruppe, welche sich ebenfalls auch mit weiteren Sonos-Speakern verbinden ließe, würden die Speaker dann einfach nur gleichzeitig denselben Song spielen. Als Stereo-Paar werden aber die unterschiedlichen Kanäle, auf denen aufgenommen wurde, dann auch korrekt voneinander getrennt. So können bestimmte Geräusche auch nur aus einem Play-5 herauskommen. Der Play 5 ist feuchtigkeitsbeständig. Was vorher nur dem Play 1 vorbehalten war, geht nun auch mit dem Play 5. Wer nicht nur Erdbeerquark in der Küche macht, sondern gegebenenfalls auch dampfend kocht, kann trotzdem Musik hören. Besonders im Badezimmer macht das dann richtig Spaß. Unter der warmen Dusche kann nun auch zu richtig gutem Sound abgerockt werden. Der Play 5 verfügt über Gummifüße auf allen Seiten. Und das ermöglicht sowohl horizontales als auch vertikales Aufstellen des Gerätes. Der Speaker stellt dann automatisch um. Dank der True Tone Funktion könnt ihr den Sound dann noch perfekt an euren individuellen Raum anpassen. Hierbei senden die Speaker akustische Signale aus, die dann vom Mikrofon eures iOS-Geräts aufgenommen werden. Da jedes Android-Gerät ein anderes Mikrofon verbaut hat, geht dies leider hiermit nicht. Arm rauf, Arm runter und schon analysiert die Software die beste Ausrichtung des Schalls. Tut mir leid, aber ich konnte nie so wirklich einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. In der Sonos-App lassen sich mittlerweile alle gängigen Musikstreaming-Dienste verbinden. Dann allerdings auch nur mit der App. Mal eben das Handy vom Freund oder der Freundin anschließen, ist nicht so einfach, denn Bluetooth oder AirPlay unterstützt der Play 5 leider nicht. Euch bleibt dann nur der Audioeingang auf der Rückseite. Denke ich da aber an die aktuellen Smartphones von Apple, dann wird das schwierig. Wer nicht vom smarten Endgerät steuern will, kann das auch direkt auf dem Play 5 erledigen. Die Wiedergabe anhalten oder starten, leiser und lauter machen oder einen Track vor- oder zurückspringen. All das geht durch Tippen oder Wischen auf dem berührungsempfindlichen Feld auf der Oberseite des Play 5.
Der Minimalismus wird auch auf der Rückseite fortgesetzt. Hier findet sich ein Eingang für die Stromversorgung, ein 3,5 mm Audioeingang und die Pairing-Taste. Wer den Multiroom-Speaker lieber über eine LAN-Verbindung ans Netz anschließen möchte, der kann das dank eines Ethernet-Anschlusses ebenfalls. Am Ende ist der Play 5 ein absolut hochwertiger Multiroom-Speaker, der sich perfekt in den Sonos-Kreislauf integrieren lässt. Aber auch allein oder im Stereopaar füllt er riesige Räume. Mit 579 Euro UVP und ca. 500 Euro im Preisvergleich ist der Play 5 nicht günstig, aber meiner Meinung nach auch nicht überteuert. Auch wenn es mittlerweile einiges an günstigen Konkurrenzprodukten gibt, überzeugt der Play 5 meiner Meinung nach mit bester Soundqualität in diesem Preisbereich. Hinzu kommt das durchdachte Design. Und wenn ich überlege, was Musikanlagen mit Verstärkern noch vor nicht allzu langer Zeit gekostet haben, zahle ich hier mit maximal 1000 Euro für ein Stereopaar heute auch nicht wirklich mehr. Ein Link zum Play 5 findet ihr in der Infobeschreibung und dort auch außerdem noch einen weiteren Link zu einem Sonos-Produkt, mit dem ich aktuell liebäugel. Wenn auch ihr mehr von Sonos auf dem Kanal hier sehen wollt, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich danke euch fürs Reinschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.